Schauspielerin Melanie Wiegmann ist für ihren Witz, ihren Charme und ihre Lebensfreude bekannt. Nicht zu vergessen ihre blonde Lockenpracht. Die 48-Jährige spielt ab 2012 in der Daily Soap Sturm der Liebe die Rolle der Natascha Schweizer, bis sie im Sommer 2020 ihr Serienaus verkündet. Der Liebe wegen kehrt die sympathische Schauspielerin Deutschland den Rücken und genießt mit ihrem Partner Karl auf der maltesischen Insel Gozo die Sonnenseite des Lebens. Nun überrascht die Blondine ihre Fans auf Instagram auch mit einer optischen Veränderung. Die Lockenpracht des Serienstars ist Geschichte. Mit strahlendem Lächeln präsentiert die Sängerin ihren geglätteten Kurzhaarschnitt. Doch die Meinungen der Fans zu dieser Typveränderung sind gespalten. Während einige Follower den neuen Look kommentieren mit »Du schöner Mensch« oder »Du wirst immer schöner«, vermissen andere die Wuschelmähne. »Sieht schön aus, aber ich liebe deine Locken, die wirken frischer«. Und ich mag's lieber mit wuscheligen Haaren. Das hier sieht so seriös aus. Die Sängerin ist bekannt für ihre Experimentierfreudigkeit bei ihren Frisuren. So zeigt sie sich bereits kürzlich mit glatten Haaren oder ganz natürlich mit ergrautem Farbton. Auch bei ihrem neuen Look müssen die Fans vermutlich nicht allzu lange auf die Wuschelmähne verzichten. So, das hält jetzt für einen ganzen Tag, kommentiert die Schönheit das Foto. Bei diesem fröhlichen Lächeln ist uns die Frisur aber auch fast egal.